Hallo allerseits, ich bin heute auf der IAA Mobility in München und ich bin hier gerade am Stand von Atlas Aero. Die zeigen heute das erste Mal ein Modell eines Flugtaxis im Maßstab 1:1 und ich begrüße hier Maximilian Salbaum und Tobias Salbaum. Das sind beides Gründer dieser Atlas Aero und sie erzählen mir jetzt ein bisschen was. Ich hoffe, sie können die Maske mal abnehmen für den Zweck. Ich glaube, sie sind sowieso verwandt, ja. Sie sind Brüder. Ja, richtig. Ja. Und seit wann machen Sie diese ganzen Geschichten mit diesem Flugtaxi? Wann kam Ihnen die Idee? Die Idee kam mir tatsächlich schon von meinem senkrecht startenden Flugzeug 2013. Dann habe ich über Konzepte nachgedacht und die weiter optimiert. Und am Ende bin ich dann nach ungefähr 2-3 Jahren bei diesem Konzept gelandet. Das im Vorwärtsflug das mit Abstand effizienteste Konzept war. Und das ist auch der Fokus eben von der ganzen Unternehmung. Und da heben wir uns auch von den anderen Lufttaxis eben, die es gibt, ab, weil die sind eben alle im Vorwärtsflug tatsächlich keine richtigen Flugzeuge, sondern haben noch deutliche Nachteile und bei uns bleibt tatsächlich ein aerodynamisch makelloser Flieger eben übrig im Vorwärtsflug. Das heißt, wir sehen heute das erste Mal hier auf der IAA überhaupt, das erste Mal das Modell im Maßstab 1:1, aber noch nicht flugfertig. Es ist noch nicht ganz flugfähig vielleicht. Richtig, es ist noch nicht ganz flugfertig. Es gibt auf jeden Fall noch einige Dinge, die verändert werden oder vervollständigt werden müssen. Also die Antriebe zum Beispiel fehlen noch und auch die Fans sind noch nicht die Originalantriebe, sieht man nachher vielleicht im Flügel. Ja. Genau. Und vielleicht können wir uns kurz mal an der Grafik anschauen, verdeutlichen, wie das läuft. Das heißt, der Flügel selber ist normalerweise für den Start ausgefahren und wenn er am Platz unten ist, irgendwo wird er dann eingezogen. Das heißt, das ist richtig, also platzsparend, kann er dann vom Rollfeld weg irgendwo in ein Nebengebäude oder irgendwo, mit welcher Geschwindigkeit fährt er dann? Also das ist jetzt kein Optimierungspunkt von dem Flieger, er fährt so ungefähr mit 30 km/h. Da geht es einfach darum, dass er am Boden noch mobil ist und das ganze Konzept eben zum Beispiel in der Garage verstaut werden kann und ein paar Meter verbracht werden kann zu einem Start- und Landeplatz, der dann von der Lärmbelästigung her und als an sich der einfach geeignet ist für das Flugzeug, um eben starten und landen zu können. Ja, und das ist eben die Idee dahinter. Und jetzt sehen wir hier schon den Flügel. Der Flügel selber, da sehe ich jetzt hier die Motoren nicht, aber auf der anderen Seite haben Sie das mal gezeigt, wie das ist. Das heißt, hier geht die Klappe dann auf, wenn ich starten will und danach wird sie wieder zugehen. Und das schauen wir uns jetzt gleich an. Das heißt also, hier habe ich jetzt die Klappe für den Startvorgang. Das ist richtig. Und dann sind hier unten drunter 4 Elektromotoren. Mhm. Welche Leistung haben die denn dann? Also im Original rechnen wir mit auf jeden Fall 50 Kilowatt oder 100 Kilowatt ungefähr Peakleistung von den Motoren. In dieser Version von dem Flugzeug, das ist noch alles leichter ausgeführt, eben auch ferngesteuert wie ein Modellflugzeug, da liegen wir bei ungefähr 18 Kilowatt pro Motor. Pro Motor, das heißt also ungefähr 36, 72, 144 Kilowatt. Das ist jetzt dann schnell kurz überschlagen, ja. Wie lange muss ich denn dann für den Startvorgang diese Leistung aufbringen? Das ist eine Menge Leistung, die ich eigentlich brauche. Richtig. Dann haben wir nämlich gleich die Frage der Batterie, wo hat denn das alles Platz dann? Ja, das ist richtig. Also für den Startvorgang rechnen wir damit, dass es auf jeden Fall in 30 Sekunden erledigt ist. Also der Übergang vom Schwebeflug in den Vorwärtsflug. Und dann ist natürlich auch die gesamte Energiemenge, die ich mitnehmen muss, nur für diese kurze Zeit nicht so besonders hoch. Also wir bauen das eben auch als seriellen Hybrid, wo der Akku relativ klein gehalten ist. Und der Akku selbst ist hinter der Rückwand, hinter den Sitzen, die als Firewall ausgeführt ist. Also man kennt von Kleinflugzeugen die Firewall meistens vor Pilot und Passagier. Wir haben sie einfach hinten ausgeführt und wie gesagt dann in diesem Bereich sowohl der Akku als auch, wie schon erwähnt, beim seriellen Hybrid eben entweder Mikrogasturbine oder Verbrennungsmotor als Generatoreinheit, die dann eben für die große Reichweite im Vorwärtsflug sorgt. Das heißt, hinten habe ich dann einen Propeller momentan mit 2 Flügeln, der dann das Segelflugzeug antreibt, kann Richtig, man dann sagen. Genau. Mit welcher Geschwindigkeit werden Sie denn dann fliegen? Genau, die Reisegeschwindigkeit sind 300 km/h und wegen dem aerodynamisch sehr effizienten Layout von dem Flugzeug rechnen wir damit, dass es ungefähr 50 Kilowatt an Leistungsbedarf dafür gibt. Und das ist mit einem relativ kleinen Elektromotor und auch dementsprechend relativ kleinen Generator dann zu realisieren. Und wir rechnen mit ungefähr 5 Liter von vorzugsweise regenerativ hergestellten Kraftstoff, die wir benötigen pro 100 Kilometer bei 300 km/h Reisegeschwindigkeit. Und die Reichweite beträgt dann 1500 Kilometer in diesem Flug.
Und das Ganze soll dann autonom fliegen, ferngesteuert fliegen? Vollautonom, das ist, liegt weiter in der Zukunft. Also wir gehen das Ganze auch, wie gesagt, eben schrittweise an, dass man erstmal versucht, das Ganze in einem Nischenmarkt für Piloten von konventionellen Hubschraubern und Flugzeugen unterzubekommen. Vielleicht über eine neue Klasse. Man hat zum Beispiel bei Volocopter gesehen, dass das Ganze schon in gewissem Maße geglückt ist. Und nach diesem Nischenmarkt und auch mit den Erfahrungen, die wir dort sammeln können, versuchen wir dann eben einen vollautonome Nachfolger von den Flieger zu entwickeln. Und dafür gibt es aber noch keinen genauen Zeithorizont, wann der dann auf den Markt kommt. Das heißt, im ersten Schritt dann mal klassisch geflogen, ein Pilot, ein Fluggast oder zwei Leute, die die Gegend genießen wollen. Richtig. Ich habe hier ja eine relativ schöne große Kanzel, die hier vorgesehen ist, die dann eben auch nach unten freie Sicht geben soll. Genau. Aber vorne darf wahrscheinlich dann kein Gepäck sein, weil sonst der Schwerpunkt wahrscheinlich im Genau, also der Kanzel ist auch nochmal ein interessanter Punkt. Wir konnten jetzt natürlich fertigungstechnisch, weil entsprechend aus finanziellen Gründen der Formenbau noch nicht möglich war, noch kein aus einem Stück gezogene Kanzel fertigen. Tatsächlich wird im Original dann auch die Stege, die man gerade noch sieht, nicht mehr vorhanden sein, sondern wirklich ein freier Panoramablick vorhanden sein, wie man es auch bei manchen Hubschraubern kennt. Und schwerpunktstechnisch ist es so, dass dieser grundsätzliche Nachteil, den man bei Nurflügeln hat, mit einer eingeschränkten Schwerpunktstoleranz, tritt grundsätzlich auf. Aber dadurch, dass der Flieger anlegbare Flügel besitzt, ist das hier auch eindeutig eine Synergie. Also man kann diesen Schwenkmechanismus der Flügel benutzen, um den Flieger zu trimmen und damit eine größere Schwerpunktstoleranz auch noch zu erreichen. Das heißt, ich habe dann jetzt hier auch dann den Sitzraum jetzt schon angedeutet, dahinter noch ein bisschen Gepäckraum. Richtig, ja. Dahinter sind ja dann die Batterien oder der Treibstoff oder je nachdem beides. Richtig. Und vom Prinzip her, das Fahrzeug wird dann oder das Flugzeug wird dann ungefähr 800 Kilo, glaube ich, wiegen, haben Sie mir vorhin schon verraten. Das ist das maximale Abfluggewicht, genau. Inklusive den Passagieren. Inklusive der beiden Passagiere, vollgetankt, mit Gepäck, das ist die absolute Grenze, genau. Das heißt also pro Passagier, was rechnen Sie, wie viel kann ich dann Nutzlast mitnehmen? Genau, so 190 Kilogramm für die beiden Passagiere sind veranschlagt, das ist genau, wenn auch 200 Kilogramm, und dann kommen wir nochmal ungefähr 70 bis 80 Kilogramm, je nach Kraftstoff dazu, also das hängt dann ganz davon ab, ob jetzt welche Antriebseinheit eben verwendet wird. Gut, dieser Prototyp im Maßstab 1:1, der ist jetzt so, wie er eigentlich sein soll. Geflogen ist der aber noch nicht. Aber Sie haben gesagt, Sie haben schon ein Modell gebaut, Das im Maßstab 1:7, glaube ich, schon fliegt. Genau, das gibt es seit 2019 und da haben wir eine Regelung überprüft, die für den Schwebeflug eben zuständig ist. Und diese Regelung wird dann eben genauso skaliert für diese Version, für diesen größeren Flieger. Und wir erwarten, dass sie dann eben im gleichen, also genauso wieder funktionieren wird, wie sie eben da schon funktioniert hat. Und das Hybrid ist so, dass die Batterie dann eigentlich für einen Start-Landevorgang reichen muss und für den Antrieb. Und wenn der Motor ausfallen sollte, weil da die Batterie leer sein sollte, sorgt dann der Generator für die entsprechende Energie. Genau, also es sind ungefähr 2 Minuten Schwebezeit vorhanden. Bei der momentanen Entwicklung von den Zellen rechnen wir eigentlich eher auch mit 3 Minuten Schwebezeit, die dann verfügbar sind. Bei einem normalen Start- und Landevorgang, der normalerweise deutlich unterhalb von 30 Sekunden liegt, hat man also da schon einige Versuche im Akku vorhanden. Gleichzeitig ist auch der Generator natürlich in der Lage, das nachzuladen. Also wenn man da noch, sagen wir mal, für eine halbe Stunde Reserve mitnimmt als Flugzeit für einen konventionellen Flug, dann sind da auf jeden Fall auch nochmal 5 Minuten extra oder 4 Minuten extra Schwebezeit oft dabei. Also man kann dann entscheiden, eben, was man mit dieser mitgeführten Energie noch macht. Und auf welcher Flughöhe planen Sie, dass er fliegen soll? Wie hoch muss er hochgehen, um in den Schwebezustand überzugehen? Da gibt es jetzt nicht unbedingt eine Grenze. Das liegt dann eher an der Umgebung. Wenn man jetzt natürlich in Städten mit Hochhäusern oder mit irgendwelchen Objekten starten und landen will, die da technisch einfach eine Grenze setzen, dann muss man höher. Der Reiseflug selbst ist ungefähr bei 3 Kilometer veranschlagt. Das liegt dann daran, dass einerseits die Aerodynamik günstiger ist, man hat eine geringere Dichte von der Luft, kann damit schneller mit dem Flieger fliegen. Gleichzeitig muss man aber auch darauf achten, dass die Passagiere noch angenehme Bedingungen haben. Also wenn jetzt jemand vielleicht sportlich nicht ganz so fit ist, dann würde man vielleicht nicht auf 4 oder 5 Kilometer Reiseflughöhe gehen wollen, einfach wegen, wie gesagt, eben der dünneren Luft. Momentan sitzen Sie im Raum Gilching bei Oberpfaffenhofen. Mhm. Und machen da dann eben hoffentlich nächstes Jahr die ersten richtigen Schwebeflugversuche mit dem Originalmodell. Das ist richtig, ja.
Wir sind dorthin gelangt wegen dem ESA Business Inkubator, der am Anfang unser Projekt eben auch gefördert hat. Und gleichzeitig haben wir über den Deutschen Hängegleiterverband noch Zugang zu einem Messwagen, der dann eben auf dem Flugplatz den Flieger erstmal auf einer Messzelle aufgespannt bei ungefähr 80 km/h durch die Luft bewegt. Damit können wir Pitch- und Yaw-Winkel variieren und wissen dann, wo der Neutralpunkt liegt und ob insgesamt die ganzen Berechnungen von dem Flugzeug ja, mit der Realität übereinstimmen, und riskieren damit dann bei den Flugtests, die danach kommen, nicht den Verlust von unserem großen Flieger, was doch etwas ärgerlich wäre. Dann kommen wir zu den wirtschaftlichen, kommerziellen Fragen, die mir jetzt der Tobias Salbaum hoffentlich erklären wird. Wann rechnen Sie denn damit, dass Sie in Stückzahlen auf den Markt gehen? Also in Stückzahlen auf den Markt, wir haben im Ende eine zweistufige Markteintrittsstrategie. Als erstes wollen wir ungefähr 2026 als Konkurrenzprodukt zu Kleinhubschraubern und Kleinflugzeugen auf den Markt. Das ist ein relativ kleiner Markt, aber wir sehen das als Möglichkeit, schon unsere Technologie zu etablieren und erste Referenzen zu sammeln. Wirklich Massenproduktion im Sinne von, es wird ein Konkurrenzprodukt zu Autos bei voller Autonomie, ist erst in den Anfang 2030 geplant, und da soll dann auch wirklich eine Massenproduktion stattfinden. Das heißt, Sie können sich vorstellen, 2026, 2027 rum, die ersten dann an Kunden, an Flugfanatiker, an Helikopterpiloten, die vielleicht auch einen Passagier mitnehmen für einen Rundflug, das mal so als erstes vorstellen, um dann eben im zweiten Schritt irgendwann dann mal aufs autonome Fliegen, aufs Flugtaxi überzugehen. Genau das. Könnte ich besser nicht formulieren. Und von den Materialien hier, habe ich vorher gar nicht gefragt, aus welchem Material wird der denn gebaut? Also größtenteils Kohlefaser-Composite. Das macht auf jeden Fall den Löwenanteil unseres Flugzeugs aus. Und ja, genau, natürlich auch ansonsten Metalle, Aluminium. Genau. Aber Grundstruktur ist auf jeden Fall CFK. Aber welche Abmessungen hat er eigentlich? Das habe ich auch vergessen vorhin. Wie breit und wie lang? Genau, es ist 7,40 Meter breit. Aha. Und bei der Länge... Spannweite heißt es ja offiziell. Spannweite, genau, ja. Länge ist ungefähr 6,5 Meter. Gut, dann bedanke ich mich für diese interessanten Erklärungen dieses Flugtaxis oder dieses Segelfluggeräts. Offizieller Name? Offizieller Name ist Origin. Origin. Gut, und dann bedanke ich mich bei Tobias Salbaum, einer der Gründer dieses Unternehmens, des Atlas Aero, und ich wünsche viel Erfolg. Dankeschön. Bei der Markteinführung und bei den Probeflügen nächstes Jahr, dass das alles so klappt, wie Sie es vorstellen. Vielen Dank. Danke Ihnen.